Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review, aber diesmal mit etwas ganz Besonderem. Planet X hat eine neue Figur rausgebracht, diesmal allerdings zu dem Computerspiel Fall of Cybertron. Weil Hasbro es hier nicht auf die Reihe gekriegt hat, diesen Charakter als Figur herauszubringen, haben die sich dem angenommen und ich muss sagen, sie haben etwas verdammt Tolles hinbekommen. Kalos aka Swoop, wie er quasi unter den Fans auch bekannt ist, ist eine super, super, super geile Figur. Sehr viele Details, besser sogar, finde ich, als Grimlock von Hasbro. Ja, was soll ich zu dieser Figur groß sagen? Fangen wir doch einfach mal an. Swoop oder aka Kalos, oder bleiben wir einfach mal bei Swoop. Ich finde den Namen irgendwie ja passender, weil ich ihn halt so seit den 80er Jahren kenne. Swoop wird geliefert mit einer schönen Charakterkarte von natürlich mit Swoop, wie er in dem Computerspiel auch aussieht, und auf der Rückseite mit den ganzen Werten: Strange, Intelligence, Speed, Endurance, Rank, Courage, Fire Blast, Skill. Sehr interessant, finde ich. Die Karte ist auch sehr stabil. Es ist keine Pappe, sondern eher so eine Art Plastikkarton. Finde ich auch richtig geil. Also es heißt hochwertig, besser jedenfalls als die Billig-Pappkarten von Hasbro. Dann noch mit dieser schönen Box. Diese Box, ich muss mal kurz hier rauszoomen. Wird, wie gesagt, in einem sehr schönen großen viereckigen Karton geliefert, der quasi die Front von Swoop darstellt, das heißt den Brustkorb mit dem Dinosaurierkopf, und auch auf der Rückseite ist nochmal ganz groß Swoop dann halt drauf. An der Seite nur die ganz normalen Warnhinweise, nichts Besonderes. Hier steht natürlich nochmal drauf, ab 15 Jahren ist die Figur geeignet, und ja, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist für ein Spielzeug, sie ab 15 Jahren den jungen Mädchen wie auch immer zur Verfügung zu stellen. Und dann wird noch eine große Instruction Sheet mitgeliefert, quasi wie diese Figur verwandelt wird. Schön, man sieht die Figur in Grau und die beweglichen Teile dann dementsprechend in Orange gehalten, um zu zeigen, was bewegt wird. Sehr schön gemacht. Hier außen natürlich dann nochmal mit dem Bild, wie er im Spiel aussieht. Und ansonsten komplett weiß. So, mache ich jetzt mal zur Seite. Dann wird Swoop natürlich noch mit dem Inlay geliefert. Und das Inlay ist komplett quasi bemalt. Gezeigt wird hier das Rückenteil von Swoop. Quasi ist hier vorne dann der Kopf. Das sind oben die Lufteinschubdüsen. Hier die Wings, die außen nochmal drauf sind. Sehr schön gemacht. Und Swoop wird natürlich auch geliefert in einer großen durchsichtigen Box. Da sind dann hier die Kanonen drinne. Hier die Schwerter und die Figur selbst im Robotermodus natürlich. So, ansonsten die Figur selbst wird geliefert, wie ich schon eben gerade sagte, mit zwei dieser Schwerter. Im Gegensatz zum Fall of Cybertron Grimlock, hier nicht durchsichtig, leider. Komplett also in einem Guss und einfach nur eingefärbt. Sehr schade, aber trotzdem gut gelungen, ganz ehrlich. Auf jeder Seite nochmal zwei Pins. Vorne der Abfangsschutz gegenüber anderen Klingen. Und wie gesagt, zwei Klingen davon werden insgesamt mitgeliefert. Ansonsten wird Swoop noch geliefert mit diesen Waffen, die an den Flügeln quasi angebracht sind. Das sind diese Waffen. Sie erinnern sehr stark an die Waffe, die auch vorne diesen Bohreraufsatz hatte, aus der G1-Version von Swoop. Sie hat hinten ein Pack, eine Öffnung, an der Seite nochmal zwei Öffnungen jeweils. Da können dann die Schwerter zum Beispiel dran befestigt werden. Ich zeige das einmal ganz kurz. Und
Und dann können zum Beispiel solche großen Waffen erstellt werden. Oder auch umgekehrt natürlich, man kann beide Schulterwaffen dann links und rechts vom Schwert anbringen. Ja, Swoop wird ansonsten natürlich als Figur noch mitgeliefert. Als Flugsaurier finde ich sehr gut gemacht. Der Mund lässt sich öffnen und schließen. Auch kann er vollkommen nach vorne geklappt werden. Die Waffen, wie gesagt, lassen sich an den Flügeln anbringen. Vorne sind noch Hände, die sich auch nach unten bewegen lassen können, auch zur Seite drehen lassen können. Sehr geil gemacht von der Beweglichkeit. Ansonsten die Flügel können auch nach vorne, nach unten, hoch, runter gekippt werden, haben jeweils noch sehr feste Gelenke in den Flügeln selbst. Man kann sie komplett gerade biegen, dass es quasi wie dieser Boost-Modus im Spiel ist. Das heißt, er sieht dann quasi fast so aus wie ein Düsenjet. Hat dann hinten noch eine große Turbine mit drauf. An der Seite hier diese Wings, die sich nach oben klappen lassen. Und wenn man das natürlich auch dementsprechend macht, kann man auch nochmal hier unten nochmal zusätzliche Triebwerke aufklappen. Alles in allem sehr, sehr, sehr detailliert die Figur. Ihr seht selbst sehr viel Bemalung. Gelbliche Details, rote Details, überall. Hier hinten noch, ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt beschreiben soll, nicht Füße. Es sieht zwar aus wie die Füße, die nach hinten weggeklappt sind, aber das ist es nicht. Ich würde eher sagen, wie so eine Art Flugmembran, wo man quasi wie so ein Höhenruder. Ansonsten kann man natürlich auch noch hier sehen, die Figur hat im Gegensatz zu der Originalversion natürlich einen sehr dicken Unterkörper. Hier die Arme von Swoop quasi im Robotermodus sind quasi angewinkelt unten und die Füße. Die Füße des Preteranodon, das heißt im Flugsaurier-Modus, sind natürlich hier unten auch da. Die kann man natürlich auch noch nach hinten komplett wegbiegen im Flugmodus. Auch sehr schön detailliert. Und ist zwar wie gesagt ein bisschen dicker als die normale Version, aber das macht dem allem keinen Abbruch. Zusätzlich hat Swoop hier unten die Möglichkeit, die Füße nach unten zu klappen und hat dann hier Haken dran. Diese Haken werden quasi in die Rückseite von Grimlock quasi reingesteckt und dann hat man diesen sogenannten Flugmodus, den man auch aus dem Spiel kennt. Das heißt, ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr das Spiel gespielt habt, Grimlock wird in einem Level von Swoop quasi durch ganz viele Tunnel und über mehrere Abgründe quasi transportiert, weil Grimlock einfach zu schwerfällig ist, um darüber zu kommen. Finde ich auch ein schönes Gimmick, dass sie das mit hier eingebaut haben. Super, gefällt mir. Absolut schönes Gimmick. Kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur an sich. Die Figur lässt sich auch sehr leicht verwandeln. Ich dachte erst, es wäre sehr kompliziert, aber nein, das ist es nicht. Die Transformation geht relativ simpel. Dazu dreht man einmal, wie ich es eben gerade schon gezeigt habe, die Füße einmal herunter. Dreht diese kleinen Greifer quasi einmal nach innen, die Haken. So. Dann, und das ist das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist an dieser Figur, hier unten, diese silbernen Packs sind in den Brustkorb reingesteckt. Die muss man versuchen, vorsichtig zu lösen. Ihr seht selbst, hier unten ist ein kleiner Stift. Und dieser Stift wird hier vorne drin befestigt. So, dann nehmt ihr jetzt beide Füße quasi ab. Dreht sie einmal komplett nach unten. Das Schöne dabei ist, das möchte ich euch nochmal zeigen, der Fuß des Preteranodon, wenn er quasi so zusammenklappt ist, zeigt nach unten. Wenn ihr jetzt allerdings den Fuß rumklappt, klappt sich dieser Fuß automatisch mit rum. Ihr seht es gerade. Und bildet quasi das Knie von Swoop. Finde ich ziemlich cool. Unten jetzt einmal die hintere Stütze nach hinten klappen. Ganz normal, so. Dann einmal den Fuß einmal herumdrehen. Jetzt hier außen habt ihr kleine Wände. Die müsst ihr noch nach hinten klappen. Hier ebenso. So. Und jetzt einmal die Hände sind im Normalfall, wenn er zusammengeklappt ist,
hier unten in diesen Packs drin. Ich hatte es jetzt vorher gelöst, das hatte ich jetzt vergessen zu sagen. Wie gesagt, hier mit diesem kleinen Stift sind sie eigentlich daran befestigt. Dreht jetzt einmal den Arm so herum. Und nein, jetzt ist es nicht einfach damit getan, dass man den Kopf runterklappt. Das klappt so nicht. Jetzt müsst ihr hier diesen seitlichen Brustkorb vorsichtig lösen. Dazu klappt man am besten die Flügel einfach mal nach hinten. Und löst hier oben die Flügel seitlich. Das hat den Grund, ich versuche es euch mal zu zeigen, mal gucken, ob die Kamera das hinbekommt. Hier unten ist ein kleiner roter Stift. Dieser Stift wird hier oben in dieses Loch gesteckt. Dadurch hält quasi der Brustkorb komplett diese Flügel zusammen und umgekehrt. So, wie gesagt, das löst ihr, beide Flügel nach oben, dass die quasi nach oben zeigen und hier nicht fest sind. Dann könnt ihr hier diesen Brustkorb an beiden Seiten lösen. Auch nochmal so. Auch hier wieder kleine Vierecke und hier diese Stifte. Jetzt dreht ihr diesen Brustkorb einfach nur, ihr seht, hier sind zwei Löcher, eins unten, eins oben, in den oberen. Und steckt ihn fest. Das heißt, normalerweise wäre der Brustkorb hier unten. Jetzt dreht ihr den einfach nach hier oben. Dadurch wird das ganze Oberteil einfach mal gestreckt. Und jetzt dreht ihr einfach den Kopf nach unten. Was natürlich jetzt hier der Fall ist, das kennt ihr auch noch von der alten G1-Version, der Kopf des Roboters steckt hier oben mit drinnen. Das heißt, ihr haltet einfach hier oben fest und dreht diesen Kopf völlig nach unten. Und schon kommt sein richtiger Roboterkopf halt zutage. Jetzt müsst ihr hier hinten den Rücken noch nach oben drehen. Das heißt, ihr seht es hier innen drin. Hier ist ein Scharnier angebracht. Dieses Scharnier müsst ihr jetzt einfach nach oben bewegen. Dazu dreht ihr jetzt einfach nur den nach oben. Also so. Und befestigt jetzt wieder die Flügel an diesen Packs. So, das macht ihr jetzt auf beiden Seiten. Und schon habt ihr Swoop befestigt, wie er quasi sein sollte. So. Jetzt öffnet ihr oben noch die Klappen und dreht die Fäuste hier raus. So. Das gleiche noch einmal hier. Öffnen. Die Faust rausdrehen. Fertig. Und schon ist Swoop verwandelt. Sehr simpel, sehr geil. Da natürlich jetzt so in dieser Position, wie ich es jetzt habe, Flügel nach hinten, die Figur nicht wirklich steht, könnt ihr noch eine Sache machen. Die einmal noch diese Membran, das heißt das Höhenruder, nach oben klappen und die Hände von dem Preterano dann auch nach unten. Fertig. So, jetzt könnt ihr natürlich die Flügel einmal zur Seite klappen, wie es jetzt quasi beim klassischen Swoop der Fall war, und ihn quasi so stehen lassen. So, ihr seht, er steht bombenfest. Er fällt nicht um. Was ich auch trotz der Waffen ziemlich geil finde. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr die Figur so seitlich jetzt seht, die Flügel auch nach hinten klappen. Dann passt es nicht mehr so. Das heißt, ihr dreht ganz einfach den äußeren Flügel nach innen und jetzt den Flügel nach innen. Das gleiche macht ihr hier. Einmal, zweimal. Und schon habt ihr die Flügel richtig nach innen zusammengeklappt. Wie so ein Backpack. Ziemlich coole Sache, finde ich. So, und Swoop wird natürlich, wie ich schon vorhin sagte, mit diesen Schwertern geliefert. Diese Schwerter könnt ihr genauso wie die Waffen, wenn ihr sie abnehmt, unter die Arme packen. Entweder so, wie eine Unterarmklinge. Oder aber natürlich ihm richtig in die Hand geben. Ich sag nur gleich dazu, die Schwerter sind ein bisschen schwerfällig in die Hand zu stecken.
Liegt aber vielleicht daran, weil meine Figur ziemlich neu ist. So. Und schon hat Swoop diese zwei richtig schönen Klingen. Ich muss nur eine Sache, bevor ich jetzt in die Details der Figur gehe, muss ich nur sagen, ich habe diese Figur bei eBay ziemlich günstig ersteigert, wurde mir zwar als neu verkauft, war aber gebraucht. War aber nicht so schlimm, denn der Verkäufer hat einen Sticker mit angebracht, was ich sehr nett fand, denn dadurch ist natürlich hier oben jetzt ein Autobot-Symbol mit angebracht. Dazu aber gleich mehr. Ich möchte jetzt einfach mal von unten nach oben euch die Figur zeigen. Fangen wir bei den Füßen erst einmal an. Wie ihr seht, sind die Füße richtig schön detailliert. Ihr habt hier auch diese kleinen roten Gitter, die quasi in dem Spiel auch komplett leuchten, was natürlich bei Grimlock zum Beispiel komplett fehlt. Ansonsten die Details, ihr seht selbst, richtig schön gemacht. Die einzelnen Glieder, auch der Brustkorb und alles einfach nur schön von Details gut bemalt, super bemalt, würde ich fast sagen. Auch hier oben. Und hier seht ihr dieses Autobot-Symbol, was dieser Verkäufer quasi mir angebracht hat. Um jetzt, merkt euch jetzt einfach mal kurz diesen Brustkorb und jetzt schaut euch mal den Karton an. Erkennt ihr jetzt die Parallelen? Super, nicht? Also ich finde es schon. So, um jetzt nochmal zurückzukommen, wie gesagt, die Figur, ein super Torso und der Kopf finde ich übelst geil hinbekommen. Na, so, Kamera richtig positionieren, so jetzt. Der Kopf, wie gesagt, ist richtig geil gemacht. An der Seite sieht man, er ist sehr massiv, hat natürlich diese Finne oben am Kopf. Und auch das Visier, ihr seht es einfach nur geil. Hier hinten ist ein Lightpipe drin. Das heißt, hier oben habt ihr diese Lightpipe-Riegel. Wenn dort Licht hineinscheint, leuchten dann auch die Augen. Das könnt ihr natürlich dann auch dementsprechend mit einer Lampe natürlich verstärken. Bei mir kommt das Licht von vorn, deswegen sieht man es jetzt hier nicht sonderlich gut. Ansonsten... meine Lampe will heute mal wieder überhaupt nicht stehen, was ich sehr schade finde. So, wie gesagt, der Kopf richtig schön umgesetzt, sieht einfach nur geil aus, passt auch sehr gut zu dem Original-Swoop. Die Schultern selbst sind auch passend gemacht, schlicht, aber sehen trotzdem gut aus. Einmal hier vorne seht ihr diesen silbernen Pin. Der hält quasi die Schultern an dem Arm. Allerdings ist hier außen dann nochmal ein zusätzlicher Punkt. Der ist quasi wie ein Pendant dazu. Finde ich ziemlich gut mit übersetzt. Das heißt also, die Details greifen ineinander. Ihr seht in den Flügeln überall die kleinen Kabel. Auch eine sehr schicke Sache. Die Flügel selbst, auch wie gesagt, schön bemalt. Sehr viele Details. Auch hinten seht ihr oben die kleinen Membranen quasi, die auch in dem Triebwerk quasi eingearbeitet wurden. Und natürlich wie ein Jetpack sein Triebwerk. Könnt ihr auch hier nochmal hochklappen. Und auch hinten sind die Beine ziemlich gut gelungen. Auch wenn sie hohl sind, aber sie sind nicht zu hohl. Das finde ich halt auch das Schöne. Ihr habt dann halt diese Rückwand. Und man sieht trotzdem, auch die Details innen drin sind gegeben. Auch hier, wie gesagt, die Knie. Selbst hier an der Seite in den Knien sind die Details. Selbst die kleinsten roten Streifen sind übersetzt worden. Ich bin mega zufrieden mit dieser Figur. Auch die Arme, ihr seht selbst, super geil bemalt. Auch die Details sind hier super umgesetzt. Hier seht ihr die Öffnung für die Waffen. Die Finger wirklich echt gut ausgearbeitet. Das Schwert wird auch richtig gut gehalten. Einfach nur geil, die Figur. Und ihr könnt natürlich jetzt auch die Flügel nochmal in Nahaufnahme sehen, wie sie auseinandergeklappt wirken.
Wie gesagt, die Waffen könnt ihr abnehmen. Die sind halt hier in so einem Pin unten drunter befestigt. Und den könnt ihr auch Swoop natürlich in die Hand geben. Ich muss noch gleich dazu sagen, in der Hand passt es nicht so ganz, denn hier hinten dieser riesen Kanister, der in der Waffe dran ist, der kommt hiermit quasi sich in die Quere und dadurch passt die Figur und die Waffe nicht wirklich in ein gutes Stück rein. Ihr könnt natürlich aber auch trotzdem diese Waffe, was ich auch sehr interessant finde, ihm halt unten an den Unterarm packen. So. Finde ich persönlich auch nicht schlecht, denn dann hat er halt seine Waffen am Arm. Und die Beweglichkeit der Figur, wie gesagt, ist auch echt super gemacht. Typischen Gelenke halt wie bei den Original Hasbro Transformers, allerdings mit mehr Details. Ich zeig das dir gleich mal. Die Schulter hat hier oben wie eine Art Zahnrad mit eingearbeitet. Dadurch könnt ihr, ihr merkt es gerade, die Figur richtig in richtig gute Posen bringen. Leiert nicht so schnell aus, auch sehr schön. Die Ellenbogen selbst sind nur anhand eines Gelenkes quasi mit einer Schraube verbunden. Trotzdem sehr gut gelungen. Ihr könnt die Arme halt hoch und runter im 90 Grad Winkel drehen. Die Fäuste können sich wegen dieser Transformation, dass sie sich hier im Arm verstecken, auch sehr gut bewegen. Die Schultern selbst, seht ihr, meine Schande. Ich hätte es bei der Verwandlung gleich mal abändern müssen. Lassen sich natürlich auch noch hoch drehen. So, sieht dann natürlich deutlich besser aus. Ansonsten, wie gesagt, der Kopf ist ziemlich gut hier drin verstaut. Ihr könnt ihn zwar hochdrehen, aber er hält bombenfest. Er wackelt auch nicht. Die Knie lassen sich natürlich ganz normal bewegen. Es ist ein Doppelgelenk drin, einmal hier, einmal hier. Dadurch lässt sich natürlich auch die optimale Pose finden. Das Bein lässt sich drehen und natürlich auch dementsprechend in eine perfekte Position bringen. Ihr könnt natürlich auch Swoop dann in eine Angriffsposition bringen, als wenn er gerade losspringen will. Ich will das gerade mal versuchen zu verdeutlichen. Ihr könnt aber auch weitere Positionen machen. Ihr könnt ihn hinknien lassen, ihr könnt ihn sitzen lassen, ihr könnt alles machen. Das ist halt wirklich echt absolut geil. So. Jetzt kniet diese Figur zum Beispiel. So. Ihr könnt natürlich auch, wie auf dem Standardbild, könnt ihr, wenn ich jetzt mal dieses Schwert entferne, so, könnt ihr zum Beispiel auch ihn richtig bequem sich hinhocken lassen, als wenn er jetzt auf was wartet. Er ist ja wie so eine Art Kundschafter, das heißt, er könnte natürlich auch irgendwo oberhalb sich platzieren und dementsprechend die Decepticons ausspähen. Wie gesagt, richtig geil gemacht. Ihr könnt natürlich auch, was ich gerade noch zeigen wollte, die Schwerter im Flugsaurier-Modus oder aber auch im Roboter-Modus an die Waffen hier oben dran stecken. Dann sind die so quasi an den Flügeln dran, was auch ziemlich geil ist. Dementsprechend könnt ihr natürlich auch die Figur dementsprechend hinstellen. So, als wenn die Schwerter befestigt sind. Ihr könnt es natürlich auch andersrum nach unten drehen lassen, mit den Griffen nach oben. Dann sieht es aus, als wenn er sie hinten drin hat und gerade so ziehen will. Was auch sehr geil ist. Ja. Was ich zu dieser Figur noch sagen möchte. Diese Figur, wie gesagt, ist relativ günstig zu haben. Momentan so um die 80 Euro plus Porto und Versand. Von Details her super geil gemacht. Das Plastik kommt mir an manchen Stellen ein bisschen, ja, ein bisschen billig vor, aber es ist es nicht. Wirklich nicht. Die Figur fühlt sich sehr solide an. Sie hat, wie soll ich sagen, eine glatte Oberfläche, aber manche Plastikstücke wirken wirklich, als wenn sie leicht angeraut sind. Zum Beispiel sieht man das hier bei dem Roten hier, ist es sehr rau überall. Zum Beispiel diese kleinen Flügel, die hinten drauf sind, oder auch hier oben die Spitze, sind messerscharf. Man muss also wirklich aufpassen. Ich habe mir da vorhin schon fast einen Finger blutig gestochen. Das geht ziemlich schnell. Und wie gesagt, die brechen auch nicht, die Stücke.
Das ist echt super geil. Die Figur, wie gesagt, im egal, gut, Flugsaurier gefällt mir nicht, dass er vorne so ein bisschen bulky ist, also ein bisschen massig. Im Orbiter-Modus ist er richtig geil, er gefällt mir. Er ist wendig, er sieht angriffslustig aus, er sieht perfekt aus. So habe ich ihn mir wirklich vorgestellt, genauso wie er im Spiel halt auch ist. Alles in allem, Flugsaurier-Modus 9 von 10, Roboter-Modus 10 von 10, alles in allem 10 von 10. Ein Must-Have in jeder Sammlung. Wer wirklich ein Fan der Dinobots ist, definitiv, holt ihn euch. Echt, es lohnt sich. Ich möchte jetzt noch einmal euch was zeigen. Nur zum Vergleich. Ich stelle jetzt einmal kurz Grimlock daneben. Wenn jetzt meine Lampe hält. So. Das Space machen wir mal kurz weg. Und stellen jetzt einfach mal Swoop daneben. Die Figur ist eher in der Deluxe-Class anzusiedeln von der Größe, aber sie passt halt perfekt, auch von der Größe gegenüber dem Spiel. Geil. Also sie passen perfekt zusammen. Auch wenn die Figur von der Farbe her ein bisschen dunkler gehalten ist wie Grimlock, must have. Holt sie euch, es lohnt sich. Nicht mehr lang zu haben, es ist ein Drittanbieter, der liefert nicht so lange wie Hasbro und Co. Wenn ihr sie bekommt, kauft sie, ihr werdet es nicht bereuen. Ich wünsche euch viel Glück weiterhin auf der Suche. Wenn ihr sie bekommt, wie gesagt, nice to have und eigentlich sogar eine Pflicht. Holt sie euch. Ja, das war mein besonderes Review jetzt für die nächste Zeit. Folgen aber garantiert auch noch weitere. Wir sehen uns demnächst. Kritiken, wie gesagt, unten in die Kommentare. Ich versuche darauf einzugehen. Und wir sehen uns demnächst. Euer Rex4.